Der nächste Redner kommt von der FPÖ, Hermann Brückel. Danke, Herr Präsident, geschätzter Herr Vizekanzler, Herr Bundesminister, sehr geehrte Abgeordnete. Das Insolvenzrechtsänderungsgesetz schafft für Menschen, die sich überschuldet haben und damit auch zahlungsunfähig geworden sind, klare Erleichterungen zur Bewältigung ihrer schwierigen finanziellen Situation. Das macht insofern auch Sinn. Darf aber auch auf die Erleichterungen ganz kurz eingehen, die nämlich darin bestehen, es wurde zwar schon angesprochen, die Verfahrensdauer, die verkürzt wird von 7 auf 5 Jahre und gleichzeitig auch die Quote, die sozusagen gestrichen wurde, die Mindestquote, und die sogenannte Billigkeitsentscheidung entfällt. Was bedeutet, also der Richter, und das war durchaus auch, hat Sinn gemacht in der Vergangenheit, diese Entscheidung durch den Richter, ob der Schuldner von seinen Restschulden befreit wird oder nicht, die fällt, er wird sie automatisch haben. Was aber in diesem Zusammenhang bislang nicht angesprochen wurde, und das möchte ich auch betonen, weil es wird so getan, als wäre jetzt dieses Schuldenregulierungsverfahren alles einfach, alles neu, alles anders. Nein, das Abschöpfungsverfahren, und das ist es ja, worüber wir jetzt sprechen, ist ja nur das letzte Auffangnetz für den Schuldner, um sich zu entschulden. Vorgelagert ist, und der bleibt ja auch, nahezu unberührter Zahlungsplan, der verkürzt und vereinfacht dargestellt und gesagt, auch auf Freiwilligkeit sich beruft. Und ich denke, dass auch hier diese Entwicklung so sein wird in der Zukunft. Natürlich wird es vielleicht ein bisschen mehr Abschöpfungsverfahren geben, aber auch der Zahlungsplan bleibt uns erhalten und hier werden die Gläubiger auch entsprechend bedient. Wenn ich von den Gläubigern spreche, dann muss ich aber auch dazu sagen, und das sehe ich durchaus auch kritisch, man muss sich natürlich auch anschauen, wer bezahlt denn das? Denn diese Schulden muss ja auch jemand bezahlen. Das sind zum einen natürlich die Gläubiger, und die können Sie, wenn Sie alle Verfahren nehmen, in Wirklichkeit in Gruppen zusammenfassen. Sie haben die Banken, Sie haben die Versandhäuser, Sie haben die Mobilfunkanbieter und so weiter, die finden Sie in fast jedem Verfahren. Und diese Gläubiger werden natürlich diese Kosten umwälzen auf jene Kunden, die halt ihre Rechnungen und ihre Forderungen ordentlich bedienen. Das heißt also, hier findet also diese Schuldenzahlung statt durch den Gläubiger. Es ist eine Umverteilung, so ist es. Genau. Vereinfacht dargestellt, es ist eine Umverteilung. Auf der anderen Seite schicken wir jetzt den Schuldner zu den Schuldnerberatungen. Auch das sollte gesagt sein. Und diese Schuldnerberatungen sind alle staatlich finanziert aus der Hand des Steuerzahlers. Wenn er dort war, geht er ins Verfahren. Das Verfahren ist kostenlos, kostet nichts. Auch das bezahlt der Steuerzahler. Und schlussendlich, und das ist jetzt ein Kritikpunkt auch von uns, gibt es die Treuhandschaft. Das heißt also, der Treuhänder verwaltet das Verfahren. Und diese Kosten wäre durchaus vernünftig gewesen, wenn man diese Kosten des Treuhandverfahrens noch mit der Restschuldbefreiung verknüpft, dass man sagt, also zumindest das kann ich vom Schuldner erwarten, dass er hier diese 12 Euro im Monat, das heißt 720 Euro auf 5 Jahre, wenn er schon keine Quote erfüllen muss und keine Gläubigerzahlungen leisten muss, zumindest diese Kosten trägt. Das wäre ein Ansatzpunkt, Herr Bundesminister, den man vielleicht auch für die Zukunft sich überlegen sollte. Aber ansonsten ist diesem Gesetz zuzustimmen, weil es wirklich dazu beiträgt, dass man Menschen hilft bei der Entschuldung und dass man dafür sorgt, dass die wieder zurückgeführt werden können in einen Arbeitsprozess, dort wieder eingegliedert werden können und dass sie auch wieder zurückgeführt werden in ein ordentliches Leben. Wir werden also diesem Antrag daher auch zustimmen. Das Gesetz helfe Menschen bei der Entschuldung, so Hermann Brückel von der FPÖ.